Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Laravel-Seitenprojektes. In der letzten Folge haben wir ja einige Neuerungen eingebaut, haben uns mit Factories und Cedars auseinandergesetzt und das iSeed-Paket eingebaut. Im Nachgang dieses Tutorials sind mir noch ein paar Kleinigkeiten aufgefallen, die ich jetzt noch schnell korrigieren möchte. Und zwar zum einen, wenn wir hier in diese Detailansicht gehen, haben wir ja hier diese Spalten eingebaut mit dem Bootstrap-Grid-System und wir haben das auch schön für die Videos gemacht, aber wir haben vergessen, das auch hier für die Überschriften anzubauen. Das will ich als erstes einmal beheben. Dazu rufen wir nochmal die Show.blade auf und suchen uns die entsprechende Stelle. Und das Ganze ist dann an dieser Stelle. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, dann haben wir hier für die zweite Spalte eben ein paar Klassen mehr als nur diese LG-Klasse, sondern wir haben auch noch CallMD3 und CallSM4 drin. Und das gleiche gilt dann auch für die dritte Spalte und für die vierte Spalte. Das war das eine, was mir aufgefallen ist. So sollte das Ganze jetzt eben entsprechend auch beim Umbrechen funktionieren, wenn man also hier das Fenster verkleinert. Dann brechen auch hier die Punkte jetzt korrekt um. Das war nämlich vorher nicht so. Das zweite, was ich noch korrigieren möchte und was vielleicht sogar fehlerhaft ist und auch vielleicht bleiben wird erstmal, ihr erinnert euch, dass wir auch über das Thema Migrations nochmal gesprochen haben und wir haben hier diese Reference eingebaut. Zum einen habe ich mich hier mit der Syntax vertan, es ist aber interessanterweise keine Fehlermeldung aufgetreten, deswegen weiß ich auch nicht genau, wo der Fehler dann letztendlich gelegen hat. Also der Befehlsaufruf an sich scheint so gar nicht verkehrt zu sein, aber Foreign, also wir sind jetzt hier in der Courses-Tabelle, Foreign Key wäre jetzt hier die Creator-ID, das ist also die Spalte aus dieser Tabelle. Die soll natürlich referenzieren zur ID-Spalte und zwar auf die Tabelle Users. Da ist ein Fehler. Und das Kaskadierende hier sollte eigentlich onDelete heißen. Und das ändere ich jetzt auch nochmal in anderen Migrations. Auch hier Courses-ID, ID on Courses. Auch hier dann onDelete und Cascade. Und hier Creator-ID, auch hier wieder auf die ID-Spalte. Und auf die Users. Das gleiche auch hier mit onDelete. Das habe ich jetzt auch schon mal im Nachgang dieses Videos getestet. Das Problem ist, dass es trotz dieser Korrekturen scheinbar weiterhin ein Fehler irgendwo noch vorhanden ist, den ich bis jetzt auch noch nicht aufspüren konnte. Wir schauen uns das mal in der Datenbank an. Es soll ja eigentlich so sein, wenn ich jetzt hier die Daten lade. Ich habe jetzt hier die Users und die Courses-Tabelle. Und es soll ja eigentlich so sein, durch diese Foreign Key Constraints soll es möglich sein, wenn ich jetzt hier diesen User mit der ID 2 lösche, dass dann auch alle Kurse, die von User 2, also von Creator 2, ebenfalls gelöscht werden. Und wenn ich das mache und diesen User rausgelöscht habe, würde ich normalerweise erwarten, dass hier diese User auch verschwinden. Und das funktioniert im Moment nicht. Ich weiß nicht, ob es hier an der lokalen ja, Datenbankversion liegt oder ob es doch noch irgendwo ein Fehler ist. Ich werde das Ganze nochmal beobachten und auch nochmal recherchieren, aber im Moment kann ich dieses Problem noch nicht beheben. Jedenfalls ist das, was ich euch hier gerade gezeigt habe, die offizielle Syntax. Ich zeige euch das nochmal in der Dokumentation. Und zwar gibt es hier im Abschnitt Migrations dann einen Unterabschnitt Foreign Key Constraints. Und hier seht ihr auch nochmal, hier ist das Beispiel mit der Post-Tabelle. Und hier ist dann dieses Post oder dieser Post einem User zugeordnet. Deswegen wird also für den Key User-ID aus dieser Tabelle die Spalte ID aus der Users-Tabelle zugeordnet. Und wenn man dann auch noch das Ganze so referenzieren, dass hier entsprechend gelöscht wird, dann sollte eigentlich mit onDelete Cascade das Ganze entsprechend auch gelöscht werden. Es funktioniert nicht, ich weiß noch nicht genau warum. Falls ihr dazu was Genaueres wisst oder falls ihr vielleicht einen Fehler bei mir gesehen habt, der mir jetzt irgendwie durchgegangen ist, dann hinterlasst einfach Kommentare. Okay, das dritte, was mir noch aufgefallen ist, was wir auch irgendwie vergessen haben, ist eigentlich, dass natürlich auch unsere Videos irgendwie aufgerufen werden müssen und dass wir hier eine Title-Spalte haben, aber keine Slug-Spalte. Ich möchte natürlich auch auf Dauer hier diese Slug-Möglichkeit eben nutzen, dass wir den Namen des Videos oben in der URL-Leiste drin haben. Und das ist das nächste, was ich mit euch bearbeiten möchte. Dazu gehen wir jetzt auch nochmal in unseren Controller und wir rufen mal das Model Courses auf. Da haben wir das Ganze ja schon gemacht. Und
Wie ihr seht, man muss ja gar nicht viel einbauen. Es war einmal dieses Sluggable-Paket mit diesem Trade und vor allem eben diese Funktion. Und die kopiere ich jetzt raus und die füge ich jetzt hier einmal bei dem Video-Model ein. Und da oben führen wir dann eben entsprechend Use Sluggable hinzu. Und dann wird auch die Klasse hier oben automatisch hinzugefügt. Wichtig ist natürlich jetzt noch, dass auch die Migration entsprechend angepasst wird. Und deswegen gehen wir nochmal auf die Videos Migration und fügen auch hier hinter noch eine Spalte Slug ein. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal neu migrieren, dann sollte jetzt eigentlich auch in der Videodatenbank oder Videotabelle auch entsprechend ein Slug da sein. Gut, damit haben wir jetzt die Fehler vom letzten Mal behoben und wir können jetzt dann durchstarten mit dem Thema von heute. So, ich möchte nun zunächst weiter an unserer Detailseite arbeiten, und zwar wird ja jetzt auf den Detailseiten hier oben zunächst nur ein Bild angezeigt. Und eigentlich soll es so sein, dass hier oben direkt auf unserer Kursbeschreibung und bei diesem Kurs eben das erste Video auch dort oben angeboten wird. Und wenn man jetzt im Verlauf dann hier auf das zweite Video klickt oder eben das zweite Video automatisch aufgerufen wird, wenn man das erste zu Ende gesehen hat, dann soll hier oben dann auch das zweite angezeigt werden. Und das erste, was ich dazu machen möchte, ist, dass ich einen iFrame aus YouTube einbinde. Und das machen wir, indem wir jetzt hier einmal auf die Show.date gehen. Und jetzt nehme ich hier erstmal das Image raus und dann gucken wir uns das mal einmal an. Und dann sehe ich hier oben ist jetzt eben diese weiße Lücke. Und wenn ich jetzt einfach den iFrame hier einfüge, dann sieht das Ganze schon mal gar nicht so verkehrt aus. Nur wir sehen hier, ist jetzt natürlich das Ganze nicht responsive, denn es hat jetzt eine feste Größe. Klar, ich könnte dem Ganzen jetzt hier irgendwie Width von, keine Ahnung, 640 und Height von 360 geben, dann sieht das Ganze dann entsprechend so aus. Das wäre dann immer noch im 16:9 Format, aber das Problem ist, dass diese Größe das ganze Design sprengen würde. Wir sehen ja hier schon, habe ich jetzt auch horizontale Scrollbalken. Ich muss mal versuchen, gerade das Fenster hochzuschieben. Das geht nicht, weil hier die ganzen Menüs alle abgeschnitten werden. Da kann ich auch anfassen. Okay, also hier kann ich jetzt natürlich dann horizontal scrollen und das soll natürlich so nicht sein. Und der Trick ist ein ganz einfacher. Wir nehmen jetzt hier wieder die Höhe und Breite raus und ich möchte ganz gerne hier eine Klasse rumbasteln. Die nennen wir div-embed-container und die nutze ich, um eben ein paar Style-Sheet-Angaben zu machen. Deswegen rufen wir einmal unser Main-CSS auf und das, was ich hier einfügen möchte, ist folgendes. Wir rufen mal diese Embed-Container auf und als erstes müssen wir dem mitteilen, dass die Position relative ist. So, dann möchte ich ein Padding-Bottom einfügen und zwar 56,25%. Das hat was mit dem Verhältnis 16:9 zu tun. Dann setzen wir die Höhe auf 0. Und den Overflow auf Hidden. Außerdem werden wir dann noch sagen Width 100% und das ist natürlich Blödsinn, was ich da gerade sage. Hey, jetzt sollte natürlich auch 100% sein. So, dann brauche ich einen weiteren Embed-Container und zwar für den iFrame, der dann sich da drin befindet. Und hier ist das Ganze so, dass die Position dann absolut sein soll, also Position absolut. Top ist 0 und Left ebenfalls. Und dann machen wir die Width ebenfalls auf 100% und die Height ebenfalls auf 100%. Okay, wenn wir das Ganze jetzt speichern und einmal aufrufen, dann sollte das jetzt funktionieren. Und wir sehen schon, dass das Video den kompletten Bereich einnimmt. Und wenn ich das Ganze jetzt verkleinere, wird auch dieses Video mit verkleinert. Und das ist genau das, was ich erreichen wollte. Also perfekt, wird dieses Video eben entsprechend responsive angepasst und ich kann also selbst hier in klein dieses Video starten. Gut, damit haben wir Schritt 1 abgeschlossen. Schritt 2 sollte jetzt eigentlich sein, dass wir hier die Videos verlinken, nur dazu müsste in unserer Datenbank natürlich erstmal tatsächlicher Content erhalten sein und deswegen verschiebe ich diesen Teil auf später. Wir werden uns jetzt erstmal an den Admin-Bereich machen, um jetzt hier, wenn wir uns eingeloggt haben, auch die einzelnen Videos
zu unseren Kursen hinzuzufügen. Und das Ganze soll dann so aussehen, dass ich eben hier zum Beispiel einen Plus-Button mache oder eben, wenn ich hier draufklicke, dass ich auf die Kursdetails komme und dann entsprechend hier neue Videos anlegen kann. Als erstes möchte ich damit starten, dass wir hier den Link nicht mehr zur Bearbeitungsseite, sondern zu einer Voransicht des Kurses weiterleiten. Und dazu gehen wir einfach mal in unser Backend, und zwar in das Plate, und ändern hier die Route auf admin.kurs.show. Das wird noch nicht viel bewirken, denn im Moment haben wir im Controller diese Show-Route noch gar nicht bearbeitet. Zwar wird hier schon die entsprechende Route aufgerufen, aber es gibt eben hier noch keine Action für. Und wenn ich jetzt hier mal sage Return Show, dann sehen wir eben, dass ich genau eben da auch schon lande. Gut, jetzt ist die Frage, welche Informationen brauchen wir? Wir brauchen jetzt genau die Information des Kurses. Die kann ich hier schon mal reinkopieren, denn wenn wir nochmal auf unsere Route List schauen, dann sehen wir, dass es für den Admin Kurs slash Show, das ist hier diese, bereits auch eine Übermittlung des Kurses gibt. Und das Ganze läuft ja eben über den Slug. Und deswegen kann ich auch hier mit diesem Link diesen Slug hier aufrufen und kriege hier unten die Informationen über den eigentlichen Kurs auch angezeigt. Und das können wir überprüfen, indem wir zum Beispiel mal hier sagen Dump Kurs. Und dann habe ich hier die Informationen, die ich von dem Kurs brauche. Und wenn wir hier in die Attribute gehen, sehen wir eben, das ist der Kurs mit der ID 1 und so weiter. Und wenn ich jetzt hier den Kurs 2 aufrufe, also mit der ID 2, Fahrzeuglist, Markennamen und so weiter, dann habe ich hier Fahrzeuglist, Markennamen und so weiter und ID 2 eben aufgerufen. Also funktioniert dieses Verlinken prinzipiell. Gut, das heißt, ich kann jetzt einen Schritt weiter gehen. Wir geben jetzt hier das Ganze einfach an die View weiter. Und die View wäre jetzt in diesem Fall eben eine Admin Kurs Show und dort geben wir noch die Variable Kurs. Und dann sollte das Ganze entsprechend eigentlich schon funktionieren, sobald wir natürlich die entsprechende View angelegt haben. Und ich gehe jetzt mal auf die Create hier, weil die relativ einfach ist, und dann kopiere ich mir die hier und sage Show. Und hier soll jetzt vielleicht zum Beispiel der Kursname stehen oder der Kurstitel. Kurs Title und das da unten können wir uns erstmal sparen. Das lösche ich mal raus. Wenn ich das Ganze jetzt neu lade und auf die Seite gehe, dann steht jetzt hier schon mal dieser Kurs. Und wir könnten zum Beispiel noch, wir können hier zum Beispiel als Anreißer noch den Beschreibungstext anfügen. Und dann habe ich hier entsprechend auch die Beschreibung. Ist jetzt noch nicht so ganz schön. Wir könnten hier noch ein bisschen Abstand anfügen, also Margin Top 3 zum Beispiel, dann haben wir ein bisschen Abstand. Okay, ich finde auch hier die Überschrift ist sehr groß, das kann man vielleicht ein bisschen verkleinern. Gut, jetzt soll hier drunter eigentlich dann eine Auflistung der eigentlichen Videos erscheinen. Das kann man so ähnlich machen wie im Frontend, wobei ich hier noch eine kleine Besonderheit nachher einbauen möchte im Verlauf, und zwar soll auch die Reihenfolge der Videos einfach durch Drag and Drop geändert werden können. Und das Ganze soll dann per Ajax Request auch schon gespeichert werden, aber das soll erstmal für später ein Feature werden. Erster Schritt wäre jetzt, dass hier das Formular angezeigt wird, um ein neues Video hinzuzufügen, beziehungsweise dass wir das hier reinklicken können, um dieses Video hinzuzufügen, und dass hier die Liste der Videos erscheint. Und der erste Schritt ist also, dass wir uns diese Videoliste hier anzeigen lassen. Und wenn ich nochmal ins Frontend gehe und hier auf meine Videos klicke, dann hatten wir ja eigentlich diese Funktion hier schon gemacht, und so ähnlich können wir das auch hier machen. Ich würde das jetzt etwas kompakter machen, ich würde jetzt halt das Bild vielleicht kleiner halten und die Views vielleicht weglassen und die Beschreibung weglassen. Deswegen gehe ich jetzt einmal auf die Show.plate im Frontend, suche mir hier diese For-Each-Schleife. Und dann können wir das hier eigentlich rauskopieren. So, und dann gehen wir in die Admin-Show.blade und ich kopiere das jetzt einfach mal simple stupid hier rein. Wir blättern mal zurück, ich lade das neu und das Ganze funktioniert sogar schon. Okay, jetzt können wir also anfangen, das Ganze ein bisschen zu bearbeiten. Und
wenn ich jetzt hier das Ganze nochmal aufrufe, die Zahl, die brauche ich eigentlich nicht. Ich würde hier später so ein Symbol einfügen, damit ich das Ganze eben anfassen und ziehen kann. Den Link würde ich ganz gerne rausschmeißen. Da wird es jetzt ein Problem dann wahrscheinlich mit den Farben geben. Ich gucke nochmal, welches Video war das mit den zwei Videos genau. Das sollte man natürlich nochmal anpassen dann. Was brauchen wir noch? Ja, ich würde hier nur die Überschrift drin lassen. Die Beschreibung würde ich ausblenden, also nehme ich die Beschreibung raus. Und dann sieht das Ganze schon etwas kompakter aus. Und ich würde tatsächlich vielleicht hier das Bild etwas kleiner machen. Also machen wir hier eine 1 rein und dann eine 9. Und dann haben wir nur ein ganz kleines Bild. Das reicht mir hier. Wenn ich jetzt das Ganze zusammenschiebe, können wir das nochmal prüfen, wie es dann aussieht. Hier ist dann der nächste Breakpoint. Das ist meines Erachtens nach auch schon fast zu groß. Deswegen gucken wir mal, dass wir hier vielleicht eine 8 reinmachen. Und von mir aus da eine 4. Entschuldigung, natürlich eine 6. Ist immer noch ein bisschen sehr groß. Müssen wir mal gucken. Das ist natürlich auch noch nicht 1. Vielleicht doch noch kleiner. Achso, ich bin an der falschen Stelle. Ja. Gut, hier ist die Größe also schon gut. Beim nächsten Breakpoint sollte das dann noch mal ein bisschen kleiner sein. Deswegen würde ich hier das Bild noch mal etwas verkleinern. Dann machen wir hier eine 2 rein. Das ist schon besser. Und dafür verlängere ich dann die Beschreibung in der Mitte oder den Titel. Und jetzt gucken wir mal, wo der nächste Breakpoint kommt. Der ist dann hier. Und auch da würde ich dann glatt sagen, wir machen das auf 3 und verlängern hier dann die Beschreibung um einen Punkt. Und dann passt auch das hier. Und in dem nächsten Breakpoint muss es dann letztendlich so sein, dass das hier so umbricht, dass man das ganz groß hat. Man kann natürlich überlegen, ob man das in diesem Fall nochmal ja, ein bisschen anders macht, dass man zum Beispiel sagt, hier, das soll dann nur Call 2 sein und man lässt zum Beispiel dieses dann hier wegfallen oder man schmeißt hier die Überschrift auch noch dahinter, dass das alles sehr klein dann ist. Und Call 1 zum Beispiel, dann haben wir es wirklich sehr klein gehalten. Aber es wird wahrscheinlich dazu führen, dass wir auf ganz kleinen Devices eben Probleme kriegen. Und hier kann man vielleicht überlegen, ob man diese beiden Spalten einfach ausblendet, dass es hier nur eine Übersicht gibt und dass man es das nachher auf einem Handy nicht sortieren kann. Das müssen wir mal schauen, wie das nachher funktionell besser noch abzubilden ist. Aber ich denke, das ist schon gar nicht verkehrt. Und dann wird es nachher so sein, dass wir hier so ein entsprechendes Icon zum Beispiel einfügen. Das können wir ja schon mal machen. Und zwar können wir dies am besten mit einem Font Awesome Icon machen und wir löschen diese hier mal raus und dann gehe ich mal auf FA und es gibt ein Icon FA Grip Vertical und das ist eigentlich dann schon das, was ich genau möchte, denn dann habe ich hier so ein Logo, was aussieht, als könnte man dran ziehen und es rauf und runter schieben. Was mir noch nicht gefällt, ist, dass das jetzt hier ja, noch nicht ausgerichtet ist, also dass das hier so nach oben alles ausgerichtet ist, vertikal. Um das Ganze hier horizontal auszurichten, können wir einfach mittels der Bootstrap-Funktion das Ganze entsprechend ändern. Und zwar fügen wir dann hier die Klassen Deflex und Align Items ein und wir müssen hier noch was ändern, denn den Paragraph, der hat so ein bisschen Spacing nach unten hin, also so ein bisschen Padding und damit das Ganze trotzdem vernünftig ausgerichtet wird, nehmen wir das raus und dann haben wir hier das sauber ausgerichtet schon. Was jetzt noch angepasst werden muss, ist, dass die Hintergrundfarbe unserer Videos auch abwechselnd dargestellt wird. Und dann gehen wir nochmal in die Main CSS. Dazu müssen wir einfach hier nur die Klasse entsprechend einfügen, also .row, nth child even und auch hier soll der Hintergrund dann eben entsprechend anders dargestellt werden. Und wenn wir uns das Ganze einmal anschauen, gut, dann funktioniert das Ganze eben auch mit den Grid Elements. Die Grid-Elemente haben natürlich hier einfach den Vorteil gegenüber der Tabelle, die wir hier vorher benutzt haben in der Übersicht der Kurse, dass das Ganze eben deutlich besser responsive ist. Wenn ich das hier zusammenschiebe, kann ich hier die Breakpoints vorher selber bestimmen und das Ganze wird mehr oder weniger sauber angezeigt. Hier ist noch ein Fehler drin. Ich glaube, da haben wir uns halt einfach verzählt oder die letzte Spalte ist zu schmal. Das können wir nochmal eben anpassen. Genau, das müsste sicherlich 2 sein. Und dann sollte das auch besser funktionieren und besser aussehen. Müssen wir mal zählen, da ist noch eins zu viel, das ist also 7 hier.
Und dann funktioniert das auch in der schmalsten Ansicht. Also, das hat einfach einen Vorteil. Wenn ich jetzt hier nochmal auf die Übersicht unserer Kurse gehe und ich mache das jetzt hier, dann funktioniert das zwar auch bis zu einem gewissen Grad, aber ihr seht schon, jetzt komme ich hier in dieses horizontale Scrollen. Und ja, das muss man sich immer überlegen, wie man es genau haben möchte, wie genau. Ich persönlich finde mittlerweile die Lösung mit diesen Grid-Elementen sauberer als Tabellen zu benutzen, weil ich dann eben auch sagen kann, welche Spalte schnell ausgeblendet wird. Auch dafür gibt es Klassen. Das werden wir hier für die Tabelle auch im Verlauf noch machen. Gehen wir nochmal zurück. Jetzt haben wir hier also entsprechend unsere Übersicht der Videos schon mal dargestellt. Was mir jetzt aber noch auffällt, als wir uns hier mit diesem Grid-Element diese Tabelle aufgebaut haben, ist, dass natürlich hier die Hintergrundfarbe jetzt über den Rand unseres eigentlichen Containers hinausgeht. Und das ist relativ einfach zu ändern, indem wir hier in die Row, und das können wir auch hier schon für den Header machen, oben noch einmal eine neue Klasse einfügen, und zwar No Gutters. Dadurch entfällt sozusagen das Drumherum und das Ganze passt dann auch entsprechend ins Design. Das müsste im Prinzip auch im Frontend eigentlich ein Fehler sein. Müssen wir jetzt nochmal genau darauf achten. Und ja, auch hier ist es ein Fehler. Ich nehme mal eben ein anderes Video, wo einen anderen Kurs, wo auch Videos enthalten sind. Deswegen ändern wir das auch direkt im Frontend. Und dann suchen wir hier die gleiche Stelle und schreiben hier rein No Gutters. Und dann passt das auch hier im Frontend so, wie es sein soll. Gut. Zurück ins Backend. Um jetzt neue Kurse hinzuzufügen, würde ich ganz gerne hier drüber ein Formular einblenden. Das Problem ist nur, dass dieses Formular ja schon relativ viele Informationen auch erfassen wird und es dadurch sehr, sehr schnell unübersichtlich wird, weil unsere Tabelle dann entsprechend nach unten gerückt werden würde. Und was mir vorschwebt, ist, dass wir hier einen Button einblenden, wo wir draufklicken können und sagen können, neues Video hinzufügen. Dann klappt sich entsprechend dieses Formular aus. Wir können es ausfüllen und abschicken. Dazu würde ich jetzt als erstes einmal diesen Button einfügen. Und das machen wir mit Bootstrap. Und da gibt es eben entsprechend Buttons Link. Und dann sagen wir hier neues Video einfügen. Und das HRF lassen wir mal offen. Und hier nutze ich mal Primary. Den Name brauche ich hier nicht. Und die ID lasse ich jetzt erstmal. Ich das neu lade, habe ich jetzt hier entsprechend so einen schönen Button. Wir können ihn sogar noch ein bisschen kleiner machen und sagen, es soll ein Button Small sein. Dann ist er nicht ganz so prominent. Und jetzt passiert logischerweise auch nichts. Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir ein bisschen jQuery oder JavaScript brauchen. Und da Bootstrap ja automatisch und auch unser Design hier schon ein bisschen jQuery mit sich bringt, können wir das eigentlich direkt ansetzen. Denn wir haben hier die jQuery-Version 2.2.4 mit drin. Was jetzt noch fehlt, ist, dass eben ja, eigener JavaScript-Inhalt hier angezeigt werden kann oder eingefügt werden kann. Und deswegen möchte ich jetzt zunächst unser Admin-Blade etwas abändern und hier eine JS Content Area einfügen. Und die können wir dann hier oben über Add Section auch entsprechend mit Leben befüllen. Okay, wenn ich jetzt hier auf Script gehe und Ready und Alert mal ausführe, dann sehen wir, wenn ich das Ganze neu lade, dass das hier super funktioniert. Das, was ich jetzt machen möchte, ist, dass hier drunter eine Area oder ein Bereich kommt. Das machen wir jetzt erstmal mit dem Div und wir nehmen das Ganze hier mal mit Lorem und dass dieser Inhalt quasi getoggelt wird. Und ich nenne das Ganze jetzt mal Form und dann soll der Klick auf diesen Toggle-Button hier, den nennen wir jetzt mal Toggle-Form, der soll dazu führen, dass dann diese Area eben hin und her geblendet wird sozusagen. Und dazu rufen wir hier mit jQuery einmal Toggle-Form Punkt Klick Function und dann soll die Form getoggelt werden. Und das funktioniert prinzipiell schon mal. Ist jetzt noch genau umgekehrt von der Logik, als wir es eigentlich benötigen. Denn normalerweise soll diese Geschichte hier natürlich zuerst ausgeblendet sein.
Damit dieses Element jetzt von Hause aus erstmal ausgeblendet ist, fügen wir hier einfach nur Style Display None ein. Und wenn wir das Ganze jetzt neu laden, dann ist dieses Element nicht sichtbar und so wird es eben eingeblendet. Das Ganze gefällt mir jetzt noch nicht so gut, weil ich hier noch keine Animation dabei habe. Und auch hier bietet jQuery ein paar nette Funktionen. Und zwar ist es so, dass wir relativ einfach hier oben einfach sagen können, Slide Toggle. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal starte, dann wird das Ganze hier schön ein- und ausgeblendet. Okay, das Ganze soll jetzt hier noch irgendwie in so einen Kasten rein. Und für diesen Kasten können wir zum Beispiel ein Card-Element nehmen. Und zwar ist es möglich, dass wir einfach hier Card reinschreiben und dann diesen Card Body, der dazu gehört. Und dann haben wir eigentlich schon die wesentlichen Inhalte, die wir brauchen. Und hinter den Button oder vor diesen Button muss halt ein bisschen Abstand rein. Deswegen machen wir noch Margin Top von, sagen wir mal, einem Pixel, also Stufe 1. Ich weiß gar nicht, wie viele Pixel das sind, 3 Pixel oder sowas. Dann haben wir hier entsprechend ein bisschen Abstand. Und dann sieht das Ganze schon ganz ordentlich aus. Okay. Damit wir jetzt testen können, wie das Ganze hier aussieht, habe ich mal ein bisschen Dummy-Content vorbereitet und zwar ein Bootstrap-Formular. Und jetzt gehen wir einfach nochmal auf unsere Seite und laden die neu. Und wenn ich jetzt hier neues Video einfügen gehe, kriege ich hier eben dieses Formular. Und das soll auch so die Idee sein, dass ich hier eben entsprechend die Daten des Videos eintippen kann, submitten kann, dann wird die Seite neu geladen, ich kriege eine Erfolgsmeldung und das neue Video befindet sich hier drunter. Wir gehen einmal in die Datenbank. Und dann sehen wir jetzt hier in der Datenbank eben, welche Felder wir eigentlich zur Verfügung haben. Und ich kann das nochmal ein bisschen übersichtlicher anzeigen, indem wir uns nur die Struktur der Videodatenbank uns anzeigen lassen. Und das, was wir brauchen, ist eben das Title-Feld, das Description-Feld. Der Creator ist automatisch angemeldet, die Views sind automatisch null, ist featured, ist active, ist new until. Das sind alle Sachen, die ich im Moment noch nicht benutze. Das ist new until, das Publish Add und Publish Until. Das möchte ich natürlich auf Dauer auch schon mit einfügen, aber das sparen wir uns im Moment noch. Okay, starten wir also damit, jetzt unser Formular endlich mal aufzubauen. Und hier diesen Inhalt, den ich gerade eben so zu Testzwecken eingefügt habe, den nehme ich jetzt erstmal wieder raus. Und wir haben uns ja entschieden, dass wir jetzt erstmal nur das Title und Description-Feld mit hinzufügen. Und ja, wir haben das gleiche ja schon bereits beim Anlegen der Kurse gemacht, deswegen können wir auch hier unter Forms beziehungsweise unter Kurs, also Admin-Kurs und dann dieses Form dieser Kursanlage hier benutzen. Und da haben wir ja genau das drin, was wir brauchen, nämlich das CSRF-Feld, die Bezeichnung des Kurses, das wäre jetzt hier Bezeichnung des Videos und Beschreibung des Kurses, also Beschreibung des Videos, das kopiere ich mir jetzt hier schon mal einfach raus. So, und dann fügen wir das Ganze eben hier ein. Und dann haben wir diese beiden Felder schon mal eingefügt. Jetzt ist mir wohl aufgefallen, das möchte ich euch mal ganz kurz in der Datenbank zeigen. Und zwar, wenn wir in unsere Videos-Tabelle gucken, dann haben wir einen kleinen Fehler gemacht, also kein dramatischer, aber wir hatten so schön ja geplant, welche Felder wir alle brauchen für unsere Datenbank, aber wir haben es irgendwie vergessen, die einzufügen. Denn hier fehlt jetzt zum einen die Video-URL und die Thumbnail- oder Image-URL. Und das will ich noch eben kurz korrigieren. Und zwar rufen wir dazu nochmal unsere Datenbank-Ordner hier auf und dann in den Migrations haben wir hier dieses Create Video angelegt und hier fehlt eigentlich genau dieses Feld. Und mein Vorschlag wäre, wir fügen das hier hinter Slug zum Beispiel ein oder von mir aus auch hinter die Description noch eine Ebene tiefer. Und dann machen wir hier einmal Image-URL und das Ganze soll aber nullable sein und das gleiche auch mit der Video-URL. Auch das würde ich dann entsprechend nullable halten. Und wir könnten auch direkt unsere Factory dazu anpassen, denn es ist ja so, dass wir die Videos ja auch schon hier so automatisch generieren mit unserer Video-Class. Also gehen wir mal auf die Factories, Video Factory. Und ich öffne nochmal einmal die Kurs-Factory. Da haben wir ja hier auch dieses Feld Image benutzt und haben hier so eine Image-URL eingefügt, dass so ein automatischer Platzhalter eingefügt wird. Das will ich jetzt mal eben nutzen. Das werden wir natürlich ändern, weil wir ja die YouTube-Thumbnails benutzen. Aber damit wir jetzt mal Inhalt in der Datenbank haben, füge ich das hier auch mal einmal ein. Also gehen wir noch auf die Video-Factory und machen hier Image-URL. Und dann füge ich hier diese URL nochmal ein.
Theoretisch können wir das gleich natürlich auch für die Videos machen. Wir haben jetzt beides nullable gelassen und ich möchte dieses Feld aber auch jetzt gleich in unsere Form mit aufnehmen, dass wir hier schon direkt das YouTube-Video eben anlegen können. Okay, dann können wir diese beiden Sachen hier schließen oder den Rest hier und dann gehen wir jetzt nochmal in unsere Templates und das finden wir ja unter Resources, Views, Admin, Kurs. Da war jetzt bisher der ganze Teilbereich drin und wir sollten jetzt im Backend natürlich auch hier diese Showblade wieder sehen. Hier kann man natürlich überlegen, da das ist ja jetzt so ein Grenzfall. Also hier haben wir natürlich unter Show nicht den einzelnen Kurs in dem Sinne, den wir anzeigen. Den zeigen wir natürlich auch an, aber vor allem auch die Videos. Ob man das jetzt in einen Videoordner packt oder hier lässt, das kann man jetzt, kann jeder für sich entscheiden. Ich lasse es jetzt hier drin und ja, wir nehmen jetzt hier diese Felder mit auf, Bezeichnung des Videos und Beschreibung des Videos. So, und dann haben wir hier die entsprechenden Felder, Title und so weiter. Das lassen wir alles drin. Und ich möchte jetzt hier nur dieses Bezeichnungsfeld einmal duplizieren. Das kopieren wir uns hier unten mal rein. Und dann machen wir hier einfach URL oder von mir aus auch YouTube URL des Videos. Und da müssen wir jetzt hier alle Vorkommnisse von Title einmal anpassen. So. Das sollten die hier alle sein. Ich blende mal eben hier das Menü aus, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. Und da machen wir jetzt einfach Video URL rein. Und dann sollte das Ganze eigentlich schon funktionieren. Als nächstes müssen wir natürlich nochmal unsere Datenbank migrieren. Also Artisan Migrate Fresh minus minus Seed. Und wenn wir keinen Fehler gemacht haben, sollte das auch durchlaufen. Okay. Schauen wir nochmal in die Datenbank. Und wenn wir jetzt hier die Datenbanktabelle neu laden, dann sollte auch unsere Image-URL und die Video-URL eben verfügbar sein. So, und jetzt haben wir natürlich hier noch keine Video-URL drin, ist klar, weil ich gesagt habe, wir konstruieren jetzt hier mal so Dummy-Content. Jetzt soll es aber im nächsten Schritt daran gehen, dass wir eben die Videos auch speichern können. Und damit das mit diesem Videospeichern klappt, müssen wir hier natürlich jetzt entsprechende Routes anlegen. Und wir hatten ja bereits im Controller-Bereich einen Controller angelegt für die Videos, und zwar den Video-Controller. Aber das ist halt der Frontend-Controller. Und ich würde ganz gerne fürs Backend auch nochmal einen extra Controller anlegen, wo eben diese ja, Videos im Prinzip im Backend angelegt und gespeichert werden können. Also rufen wir uns noch einmal die Konsole zunächst auf. Also legen wir nun den Controller einmal an, und zwar mit Artisan Make Controller. Wir nennen ihn dann Admin Video Controller. Ich möchte das Model angeben mit Video und ich möchte, dass es ein sogenannter Resource Controller wird, sodass wir eben auch entsprechend die Resources hier direkt verfügbar haben. So, wenn wir jetzt einmal reinschauen, dann haben wir jetzt in unserem Controller-Ordner unter HTTP Controllers einen Admin Video Controller. Und hier sind entsprechend die Klassen angelegt und hier bereits die Model-Klasse übergeben, die auch hier oben dann eingefügt ist. So, was brauchen wir jetzt? Wir haben jetzt im Prinzip die Methode Store zwischen. Und jetzt ist der nächste Schritt, dass wir auch eine entsprechende Route für diese Resource Controller angeben. Und deswegen gehen wir in den web.php-File, gehen hier einmal in die Zeile der Route Resources in unseren Admin Routes. Und ich dupliziere das Ganze hier einmal und das nehmen wir dann einfach mal Video und dann haben wir hier Admin Video Controller. Und wenn ich jetzt nochmal auf Route List gehe, dann kriegen wir jetzt eine ganze lange Liste an Routes, aber wir sehen auch Admin slash Video und hier haben wir die ganzen entsprechenden Route-Namen, die wir jetzt auch verwenden können. Und das, was wir jetzt brauchen, ist admin.video.store. Das Ganze soll dann ein Post-Request sein. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal unsere Showblade für unsere Video-Ansicht und fügen hier einmal die Route ein, die wir brauchen, nämlich admin.video.store. Die Method ist Post. Und jetzt werden diese Daten eben entsprechend übergeben. Und um mal zu schauen, ob auch alles korrekt übergeben wird, können wir hier einmal aufrufen Request All. Und das Ganze wird dann gedumpt. Und bevor wir das Formular aufrufen, müssen wir noch eine kleine Änderung vornehmen. Und zwar hier bei den alten Werten, also Values hier,
Da ist natürlich jetzt ein kleiner Fehler drin, und zwar wird das hier kein Ändern-Formular sein, und deswegen müssen wir hier Kursteil auch rausnehmen, vor allem, weil das ja sowieso falsch ist. Also eigentlich bräuchten wir eben hier ein bestimmtes Video. Deswegen nehmen wir das jetzt erstmal hier komplett raus. Und das gleiche nehmen wir auch hier bei der Video-URL raus und bei der Description ebenso. Okay, das sollte es jetzt meines Erachtens nach gewesen sein. Dann gehen wir nochmal in das Formular. Und wenn wir das jetzt hier aufrufen, sehen wir, dass es eben auch leer ist. Und ich tippe jetzt hier mal ein bisschen Inhalt rein und schicke das ab. Und dann sehen wir, dass auch hier Daten korrekt übertragen werden, so wie es eben entsprechend sein soll. Damit das Ganze jetzt auch klappt, müssen wir natürlich noch das Video mit übergeben. Und dazu möchte ich jetzt ein Input-Hidden-Feld hinzufügen. Und das soll dann entsprechend den Namen Kurs-ID enthalten. Und als Value übergeben wir jetzt hier natürlich die Kurs-ID noch. Und wenn das Ganze jetzt richtig gemacht wurde, sollte es eigentlich schon so weit funktionieren, dass auch die ID mit ausgegeben wird. Und wir sehen hier Kurs-ID gleich 1. Und wenn wir hier einmal zurückblättern, sehen wir auch, das war ja auch die Kurs-ID 1. Und wir können ja hier mal irgendeine andere nehmen, 44. Und auch hier wird die ID korrekt übergeben. Okay. Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir die Daten auch in die Datenbank speichern. Dazu gehen wir jetzt eben nochmal auf den Admin-Video-Controller. Und dazu möchte ich jetzt eben zweierlei Dinge nutzen. Und zwar haben wir ja jetzt die ID, die automatisch übertragen wird. Und die kriegen wir über Request Kurs-ID. Das können wir mal testen, ob das auch funktioniert. Okay, hier haben wir unsere 44. Und über diese Kurs-ID kann ich jetzt den entsprechenden Kurs auch finden. Und dazu machen wir jetzt Folgendes. Wir legen jetzt den Kurs einmal an und sagen, Kurs ist gleich Courses find or fail und dann unsere ID dort rein. Deswegen lösche ich das einmal raus. Und mit diesem Befehl haben wir jetzt die Möglichkeit, direkt auch die Daten zu speichern. Wir können einmal schauen, ob das jetzt erstmal so weit geklappt hat und geben hier den Kurs einmal aus. Wenn ich das neu lade, kriege ich hier eben eine Instanz des Kursmodells für diesen Kurs mit der ID 44. Um das Ganze jetzt zu speichern in der Datenbank, können wir jetzt anschließend hier einmal Kurs Videos, und zwar als Methode aufrufen und dann Create angeben und übergeben jetzt hier die Felder, die wir speichern wollen. Und die Felder, die wir speichern wollen, sind ja eigentlich vor allem jetzt Description und Title. Um das Ganze jetzt zu speichern, müssen wir allerdings im Video-Model zunächst Guard auf leer setzen, damit da keine Mass-Assignment-Fehler auftreten. Und jetzt können wir anschließend hier die Felder übergeben. Und zwar wäre das jetzt in diesem Fall Title Ich zeige jetzt hier einmal die ausführliche Version und gleich kommen wir auf die etwas einfache Version. Und Request Description. Und dann haben wir noch Video URL. Okay, wenn wir das Ganze jetzt ausführen, genau, sollte das prinzipiell klappen. Allerdings fehlt noch das Feld Creator ID. Das haben wir natürlich vergessen. Auch das ist in diesem Fall relativ einfach. Wir können jetzt hier zum Beispiel sagen, Creator ID ist gleich Auth User ID. Und dann scheint das eben geklappt zu haben. Und wenn wir hier in der Datenbank einmal nachsehen, sehen wir, dass wir eben jetzt 101 Videos haben. Und ich sortiere jetzt mal die Videos absteigend. Und dann sehen wir eben, dass wir hier mit der Kurs-ID 44, mit diesen Titeln und dieser Video-URL für den Creator 1, also meinen Stammuser, ein neues Video angelegt haben. Wenn ich jetzt das Video hier anlege, haben wir gesehen, dass das schon bereits gut klappt. Allerdings fehlt jetzt hier noch die Weiterleitung.
Und dazu gehe ich nochmal in den Admin Video Controller. Und hier an dieser Stelle muss jetzt eben ein entsprechender Return-Befehl mit einem Redirect hinein. Da wir das Ganze aber bereits gemacht haben, können wir uns unter dem Admin-Course-Controller einmal hier unter der Update-Methode zum Beispiel das Ganze hier einmal kopieren. Und wir fügen das dann hier ein. Und dann können wir hier sagen, with access, das Video wurde erfolgreich erstellt. Okay, das wäre dann die Meldung, die ausgegeben wird. Und wir müssen jetzt überlegen, wo wir hinwollen. Wir wollen ja den Kurs anzeigen. Also gehen wir auf admin.kurs.show und übertragen dann noch den entsprechenden Slug-Parameter. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal neu laden, dann kommen wir auch wieder hier zurück. Damit jetzt hier noch die entsprechenden Meldungen angezeigt werden, müssen wir auch unser Template nochmal ein bisschen anpassen. Und zwar haben wir es bisher immer so gemacht, dass wir hier oben oberhalb des Kopfes dann nochmal diese Partials Message ausgeben. Das haben wir hier in dem Inix-Template gemacht. Jetzt kann man das natürlich immer und immer und immer wieder machen. Ich möchte aber den Zeitpunkt nutzen, um unser Backend-Layout einmal zu überarbeiten. Und dazu nehme ich jetzt erstmal aus allen Backend-Layouts hier dieses MT120 raus und diesen Teil hier mit der Row und dem Container kopiere ich mir einmal und dann löschen wir hier den Teil mit den Partials einmal raus und auch hier nehme ich das aus dem Edit Plate raus und auch hier nehme ich das aus dem Create Plate raus und ich nehme das Ganze auch hier aus dem Show Plate raus. Und dann gehen wir hier in unser Admin Layout und fügen hier oben jetzt diesen ganzen Kram wieder ein und machen jetzt die Klasse MT120, das ist ja der Abstand für den Kopfbereich, das fügen wir hier wieder ein. Wenn wir das Ganze jetzt neu laden, sollte erstmal die Seite so gleich aussehen und können mal gucken, ob es noch irgendwelche Templates gibt, die wir noch anpassen müssen. Da ist noch was doppelt drin. Backend Dashboard, Moment, das ist Admin Plate, hier, genau. Da muss die 120 auch noch raus, damit das hier auch passt. Okay, wenn ich jetzt auf die Kurse also gehe und hier nochmal mir einen speziellen Kurs aussuche und nochmal ein neues Video anlege, sollte jetzt auch entsprechend dieses Video angelegt worden sein. Perfekt. Damit haben wir jetzt die Vorbereitung getroffen, dass wir eben auch die Videos hier bearbeiten können. Dazu müssten wir jetzt hier in dieser Übersicht vielleicht noch einen Bearbeitungsbutton oder ähnliches einfügen. Das müssen wir uns dann mal überlegen, wie wir das gleich machen. Als nächstes möchte ich jetzt aber hier noch eine Funktion einbauen und zwar soll jetzt hier überprüft werden, ob das Feld Image-URL voll ist oder nicht. Und wenn es nicht voll ist, dann soll automatisch das YouTube-Thumbnail benutzt werden und wenn das Feld ausgefüllt ist, soll immer das Bild angezeigt werden. Dann gehen wir nochmal in die Show und hier in der Show wird dann das entsprechende Bild dieses Videos auch angezeigt. Und zwar hier unter unserem Formular und da haben wir hier Moment statisch eingetragen, das eigentliche Bild. Und jetzt kann man sich überlegen, wie macht man das am einfachsten. Wir testen jetzt erstmal, ob es überhaupt geht. Das sollte jetzt mit Image-URL nämlich hier schon funktionieren. Und wenn wir uns das Ganze einmal anschauen, ich nehme jetzt hier mal Video 89, weil das eben vier Videos enthält, dann sehen wir auch, dass das prinzipiell mit den Images ja klappt. Und auf Dauer würde ich das ganz gerne aber anders machen. Ich würde ganz gerne eine Funktion einbauen, die sich einfach Thumbnail nennt und wenn ich das jetzt natürlich aufrufe, wird es zu einer Fehlermeldung kommen, weil er eben also das nicht kennt, beziehungsweise er macht eben gar kein Bild rein, aber dieses Attribut ist natürlich nicht bekannt und wir gehen jetzt einfach mal in unsere Video-Model-Klasse und wir fügen eine Funktion hinzu, die nennt sich Thumbnail Attribute und zwar get thumbnail attribute und hier können wir jetzt einfach zum Beispiel sagen this image URL, dann sollte das Ganze schon wieder funktionieren und an dieser Stelle können wir jetzt im Prinzip überlegen, wie man die Logik aufbaut für das eigentliche Bild, was wir haben wollen und ich möchte das jetzt mal testen. Wir nehmen jetzt mal hier dieses Video hier, das ist entsprechend dann dieses hier, also das entspricht hier diesem Video der ID 19 und da haben wir im Moment ja noch keine Video-URL drin und ich füge jetzt mal aus meinen YouTube-Videos einfach mal ein
einen Key hier ein. Wir nehmen einfach den und den füge ich jetzt hier in der Datenbank direkt ein, dass er schon mal vorhanden ist. Okay, und ausgehend von dieser Version können wir jetzt das Ganze ein bisschen optimieren. Und zwar wollen wir ja dieses Bild nur anzeigen, wenn es vorhanden ist, und wollen alternativ eben eine Thumbnail aus dem YouTube-Video anzeigen. Und was wir dann machen können ist, wir machen jetzt hier erstmal die ausführliche Version, also wir machen das mit if not empty this image URL. Ja, was dann? Dann soll er diese Image URL ausgeben. Ansonsten soll er diesen Link aus dem Video, aus dem YouTube-Video einfügen. Und das wäre jetzt in diesem Fall also dieser Link hier, wo dann die Video-URL hier eingefügt wird. Okay, das ist natürlich jetzt eine sehr ausführliche Version. Das Ganze können wir noch ein bisschen optimieren. Und zwar kann man das abkürzen, indem man es hier schreibt. Entweder das lassen wir weg, das ist schon eine Verbesserung, oder wir machen es noch kürzer und schreiben hier rein return when not empty this image URL, dann this image oder das hier. Hier fehlt noch ein Fragezeichen und dann ist das Ganze schon perfekt. Und wir können sogar hier noch die Klammern weglassen, dann ist es noch etwas kürzer. Und wenn wir uns das Ganze im Backend anschauen, sehen wir eben hier, da haben wir nun jetzt Images hinterlegt, haben wir diese auch angezeigt. Hier sind jetzt Images nicht hinterlegt und die Video-URL wurde aber auch nicht gefunden. Und hier unten haben wir jetzt entsprechend einen Videokurs, für den kein Bild angelegt wurde, der aber automatisch das Image von YouTube übernimmt. Also damit haben wir jetzt auch unsere Thumbnail-Problematik schon ein bisschen umgangen und gelöst. Das ist schon gar nicht verkehrt. Ich möchte jetzt aber noch mal ein bisschen hier weiter arbeiten. Und zwar, wir haben ja hier das Problem, es sollte jetzt natürlich auch eine Validierung hier eingebaut werden. Denn wenn ich das Ganze hier leer abschicke, dann sagt er natürlich hier Title cannot be null. Und selbst wenn man den jetzt hier füllt, wird es eben kein logischer Aufbau hier sein für das Video, weil es fehlt quasi jetzt sowohl das Video als auch ein Thumbnail. Und deswegen muss hier das Ganze eben entsprechend noch ein bisschen verbessert werden. Und dazu gehen wir nochmal in den Controller. Und zwar in den Video Admin Controller. Und hier haben wir das Ganze ja bisher so aufgebaut. Und das kann man sich noch ein bisschen schöner machen, indem wir jetzt hier eine Funktion aufbauen. Data, this validate. Und dann wird hier der Request übergeben und hier entsprechend die Regeln. Und bei den Regeln gehen wir jetzt einfach nur an, welche Daten überprüft werden sollen. Und das ist zum einen der Title. Der ist auf jeden Fall required. Und ich sage auch mindestens 3 Zeichen lang. Und die Description, auch die ist required. Und die sollte mindestens 10 Zeichen lang sein. Gut, für die Video-URL braucht man natürlich noch eine Validierung und das halten wir jetzt auch einfach. Ich möchte hier wirklich jetzt nur testen, ob eben eine ID sozusagen eingegeben wurde. Wir haben jetzt hier ja natürlich das Feld Video-URL benannt. Wir hätten es auch Video-ID nennen können. Ich möchte das jetzt erstmal so lassen, weil wir die ID ja eben auch in den Bildern benutzen, um Thumbnails zu generieren. Man könnte das natürlich auch anders aufbauen und sagen, gut, ich möchte vielleicht irgendwann die Application ein bisschen überarbeiten und eben die Videos nicht mehr bei YouTube, sondern irgendwo anders hosten. Und da brauche ich dann vielleicht nicht mehr die ID, sondern das gesamte Video, also die gesamte URL. Ich lasse es jetzt mal so. Das ist natürlich immer eine Frage, wie flexibel ihr das handhaben wollt. Aber wir lassen das mal, dass jetzt hier entsprechend nur die Video-URL überprüft wird, ob die mindestens 5 Zeichen lang ist. So, und wenn wir das gemacht haben, kann man hier den gesamten Speicherprozess ein bisschen überarbeiten. Und zwar löschen wir jetzt hier das mal alles raus. Den Creator, den sichern wir uns nochmal. Und im Create muss eigentlich nur noch das Data Array hier, was zurückgeliefert wird, gespeichert werden. Aber eine Sache müssen wir eben noch hinzufügen, weil für Data müssen wir auch den Creator noch hinterlegen. Und den hänge ich hier einfach hinten ans Array dran. Und dann sollte das Ganze auch weiter funktionieren.
Wir testen das mal. Wir fügen hier mal ein neues Video ein. Fügen hier eine ID ein. Ein bisschen Beschreibung und speichern das Ganze. Und er sagt hier, das Video wurde erfolgreich erstellt. Und wenn wir hier auf neues Video für diesen Kurs gucken, sehen wir, dass hier das entsprechende Thumbnail angezeigt wird und wir ein entsprechendes neues Video angelegt haben. Was natürlich jetzt noch fehlt, ist, was passiert, wenn ich jetzt hier einen Fehler mache. Ich kriege keine Rückmeldung, keine Meldung, dass hier ein Fehler ist, und auch das ist noch zugeklappt, aber hier sind die Fehlermeldungen. Da wäre es natürlich gut, wenn es eben einen Fehler gibt, dass auch dieses Formular hier automatisch angezeigt wird. Und dazu müssen wir nochmal in unsere Show.plate gehen. Und zwar haben wir ja hier oben die Funktion Slide Toggle hinzugefügt, um das Ganze zu toggeln. Und hier an dieser Stelle gibt es für das Formular dann die Klasse DisplayNone. Und das soll ja im Prinzip nur ausgeführt werden, wenn das Formular eben keinen Fehler enthält. Und damit dieses Formular immer dann angezeigt wird, wenn ein Fehler vorhanden ist, können wir hier einfach einen neuen, eine neue If-Abfrage einfügen, und zwar add if errors any and if. Ah, dann muss das natürlich hier genau andersrum lauten. Also wenn keine Fehler vorhanden sind, dann soll er natürlich das Display ausblenden. Wir testen das nochmal, indem wir das Video einfach nochmal abschicken. Und dann sehen wir, jetzt wird das Formular neu geladen und ist auch automatisch ausgeklappt. Ja, wunderbar. Das funktioniert ja super. Okay, so soll das sein. Damit hätten wir dann jetzt auch die Validierung abgeschlossen. Damit möchte ich das heutige Video auch bereits schließen. In der nächsten Folge werden wir dann das Bearbeiten dieser Videos noch ein bisschen aufgreifen und wir werden uns dann mal an diese Sortierfunktion geben. Da werden wir dann entsprechend mit jQuery und Ajax ein bisschen arbeiten, um das Ganze dann auch in der Datenbank zu speichern. Also bis dann.